Bald ist es soweit. Baldur's Gate 3, das lang erwartete Fantasy-RPG von Entwickler Larian Studios, erscheint am 3. August. Mit mehr Dialog als Der Herr der Ringe und mehr Cutscenes als die komplette Game of Thrones-Serie imponiert das Spiel mit seinem Umfang, aber auch auf romantischer Ebene können sich Spieler auf ein einzigartiges Erlebnis freuen. Am Freitag haben die Entwickler in ihrem Stream Panel from Hell das Spiel live präsentiert und wie alle Aspekte des Spieles soll auch das romantische Leben der Spielercharaktere ein Abenteuer sein. So sehen wir den Vampiren Astarion, der im nächtlichen Wald auf den elfischen Druiden Halsin trifft. Unter Zurufen der Live-Zuschauern entblößen sich die Helden und im Moment verloren verwandelt sich der Druide in einen Bären. Halsin schämt sich, aber Astarion lässt sich nicht aus dem Moment reißen, worauf sich die beiden zur lautstarken Freude des Publikums ihren stürmischen Gefühlen ergeben. Der Stream schneidet weg, bevor wir etwas zu Wildes sehen, aber die Botschaft ist klar. Larian Studios ist entschlossen, den Spielern das unvorhersehbare, magische Abenteuer zu bieten, das wir von einem Dungeons & Dragons Spiel erwarten würden. Wie Adam Smith, Chefautor von Baldur's Gate, sagt, bei Larian haben wir uns schlussendlich entschieden, den Spielern zu geben, was sie wollen. Eine intime, konsensuelle Romanze mit einem Mann, der vorübergehend in einen Bären verwandelt ist. Master, you are the chosen one.